Hier zeige ich die praktische Umsetzung vom klassischen Schema an meinen Augenbrauen, die ziemlich asymmetrisch sind, wie auch meine Augen. Besonders in diesem Fall lohnt es sich, das ganze Make-up mit den Augenbrauen zu starten. Selbstverständlich setze ich die Punkte nicht jedes Mal, wenn ich mein Turnier-Make-up tue. Am Anfang kann es aber richtig hilfreich und praktisch sein, mit diesen Punkten zu beginnen. Meine Augenbrauen sind unterschiedlich hoch und diesen Unterschied muss ich beim Zeichnen der Form verringern. Dabei geht es nicht darum, die beiden Augenbrauen absolut symmetrisch zu kriegen, was wahrscheinlich auch nicht gelingen wird. Es reicht, den Unterschied kleiner zu machen und nicht zusätzlich zu betonen. Mit dem Augenbrauengel und einem schrägen Pinsel betone ich erst die untere Kante von den Augenbrauen. Das Gel wird relativ schnell fest, deswegen empfiehlt sich erst mit einer Braue fertig zu werden. Die Arbeit an den beiden gleichzeitig verlangt etwas Routine. Ich habe übrigens das Produkt erst auf dem Deckel verteilt, damit ich nicht zu viel auf dem Pinsel habe und das Gel nicht zu dick auftrage. Dieses Augenbrauengel ist sehr stark pigmentiert und sollte für den natürlichen Look halbtransparent aufgetragen werden. Maximal intensiv betone ich den Bogen selbst und das Außenende der Augenbrauen. Eine gute Orientierung ist hier die Linie, die zum Ohr läuft. Zum Zweck der Symmetrie werde ich einen Bogen etwas höher ziehen, dort wo bei mir eigentlich keine Härchen wachsen, und den zweiten Bogen, der ohnehin schon hoch ist, ziehe ich einen Hauch nach unten. Die Arbeitsrichtung an den Augenbrauen ist hiermit von unten nach oben und vom Ende zum Anfang der Augenbrauen. Wird der Bogen mehr eckig oder mehr abgerundet, ist eine Geschmackssache. Ich habe im Laufe meiner Tanzkarriere beide Varianten ausprobiert und war mit beiden ziemlich zufrieden. Die eckige Form hat allerdings einen leicht anderen Charakter im Vergleich zu der abgerundeten Form, die weicher wirkt. Nachdem die Enden und der Bogen ziemlich intensiv betont worden sind, reduziere ich Schritt für Schritt den Druck auf den Pinsel und der ist am leichtesten, wenn ich die Stelle an der Nase zeichne. Außerdem arbeite ich am Anfang der Augenbrauen in kleinen Strichen. Diese Technik hilft, die Härchen zu imitieren und hiermit die Augenbrauen natürlicher zu betonen. Im Turnier-Make-up lohnt es sich, diese Technik nur an der Stelle an der Nase umzusetzen. Allerdings kann auch diese Stelle ziemlich deutlich und hart betont werden, ähnlich wie der Bogen der Augenbrauen. Das ist auch Geschmackssache. Wurden Stützpunkte mit dem Stift als Orientierung genutzt, müssen sie jetzt entfernt werden an den Stellen, an denen sie noch sichtbar sind. Und noch ein Wort zu der Farbe. Einen schwarzen Stift habe ich jetzt nur im Sinne der Vorführung genutzt, damit er gut sichtbar ist. Die Augenbrauen werden nie richtig schwarz betont. Dunkelbraun ist die dunkelste Farbe, die da angebracht ist. Und dies gilt auch für die schwarzhaarigen Damen. Ich nutze das Augenbrauengel von Inglot. Ein ähnliches Produkt gibt es auch bei MAC und NYX. Mit MAC kenne ich mich persönlich nicht aus und mit NYX würde ich aufpassen. Dieses Gel wird sekundenschnell fest. Noch ein Grund, das Turnier-Make-up mit den Augenbrauen zu beginnen, mindestens am Anfang, besteht darin, dass die Linien gegebenenfalls verschärft werden sollen. Für die Verschärfung der oberen Kante nutze ich normalerweise Foundation oder Concealer. Das Produkt trage ich mit einem kleinen synthetischen Pinsel auf. Beim Verschärfen der oberen Kante kann ich die Form nochmal präzisieren. Die Ecke kann schärfer gemacht werden oder der Bogen
wird gegebenenfalls noch weiter abgerundet. Es ist für mich auch die letzte Chance, die Asymmetrie in den Augenbrauen noch etwas zu verringern. Die zweite Grenze von dem Produkt muss unbedingt verblendet werden, damit an dieser Stelle kein scharfer Übergang zum Gesichts-Make-up entsteht. Für die Betonung der unteren Kante können unterschiedliche Produkte genutzt werden. Es kann Foundation oder Concealer sein, sowie auch oben. Oder, was ich jetzt machen werde, Gel Eyeliner in einer hellen Farbe, in meinem Fall weiß. Die Nutzung einer hellen Farbe unter den Augenbrauen hilft zusätzlich, den Kontrast bei dem Augen-Make-up zu erhöhen. Diese helle Stelle unter den Augenbrauen arbeitet wie ein Lichtreflex und es ist wichtig, diese Stelle wie jeder Akzent relativ klein zu halten. Auch hier soll die zweite Grenze sehr sorgfältig verblendet werden. Bei der Arbeit mit dem Gel-Eyeliner, was häufig wasserfest ist, ist es wichtig zu beachten, dass das Produkt ziemlich schnell fest wird. So muss die Grenze relativ zügig verblendet werden. Wurde der Zeitpunkt verpasst, kann noch ein wenig vom frischen Produkt an die Grenze aufgetragen werden, damit das Verblenden überhaupt möglich wird. Wachsen an der Stelle noch kleine Härchen, die bedeckt werden müssen, so ist das Gel Eyeliner den anderen Produkten wie Foundation oder Concealer vorzuziehen. Kommt man mit dem Pinsel nahe zu der Augenbraue, die eventuell noch nicht ganz trocken ist, kann es passieren, dass die Farben sich vermischen. Das muss vermieden werden. Wenn das passiert, ist es keine Katastrophe, wenn ich mit dem Pinsel etwas von der Augenbraue erwischt habe. Dann kann ich die entsprechende Stelle nochmal verschärfen. Die Linie von der Augenbraue wird präzisiert. Ich säubere den Pinsel, trage noch etwas vom weißen Gel-Eyeliner auf und verschärfe die Grenze. Das Gel-Eyeliner ist ein cremiges Produkt, deswegen verblende ich mit einem festeren Pinsel. Ich habe bereits erwähnt, dass die Stelle unter den Augenbrauen ein Lichtreflex wäre. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Kontrast an dieser Stelle herzustellen. Zu einem mit einer sehr hellen Farbe, zum Beispiel weiß, zum anderen durch die Ergänzung von einem glänzenden Highlight-Produkt. In dem Fall verzichte ich auf den Glanz und ich fixiere das Gel-Eyeliner nur mit dem matten Puder aus meinem Contouring-Kit. Allgemein würde ich empfehlen, erst die Arbeit mit den matten Produkten zu meistern. Ist die Haut unter den Augenbrauen bzw. am Augenlid nicht straff genug, würde ich auf den Glanz komplett verzichten. So sieht das fertige Ergebnis mit den Augenbrauen aus.